EA Sports, and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From the Champions Course at Evian Resort, it's live final round coverage of the French Championship. And this, one of the sterner tests a golfer's going to encounter, 18 holes to decide a championship. The A-plus game has to be there to make this work as we look at the early leaderboard. We've got a tie at the top. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir haben den Kontinent gewechselt. Auch wenn wir auf der PGA Tour sind, sind wir jetzt in Europa und spielen die French Championship. Und zwar auf dem wunderschönen Platz Evian. Yo, so. Und unser Gegner wird sein Cameron Champ. Und ich bin mal gespannt, wie sich diesmal die Sache verhält, wenn wir natürlich hier dann auf diesem Platz um den Sieg spielen. Denn es wird eine Runde gespielt, wieder mal Back 9, Front 9, natürlich umgekehrter Reihenfolge, die ersten 9. Dann gibt es ein kleines Päuschen und sozusagen ein Halfway und anschließend geht es dann auf die Back 9. So, wir sehen gerade, dass hier im Prinzip alle noch nicht draußen sind. Es scheint fast so, als würden wir hier als Erster rausgehen. Also im Moment, Even Par ist das Ergebnis, das hier steht. Wir schauen uns nochmal hier kurz die Bahn Nummer 1 an. Das Ganze ist ein Par 4 mit 416 Yards. Es geht eigentlich nur geradeaus, aber die Bahnen sind alle nicht besonders breit und wir haben natürlich in den Landezonen immer entsprechend Bunker hier vorzufinden. Ansonsten interessant wird es definitiv mit einem Par 3, wo es sehr, sehr stark nach unten geht. Welche Bahn das genau ist, kann ich im Moment nicht sagen, aber wir schauen mal hier rein, ob es bereits die 2 ist oder eben erst die 8. Das werden wir sehen, denn das Ganze haben wir ja schon einmal gespielt, ganz am Anfang dieser Serie, beziehungsweise als dieses Spiel herauskam im letzten Jahr. Da haben wir mal spaßeshalber, glaube ich, ein Matchplay oder sowas ähnliches gespielt, ein Vierer und das war eine interessante Sache mit den Damen, denn eigentlich spielen hier auf dem Platz oder findet ja hier ein Turnier der LPGA statt. Okay, es soll losgehen. Wir starten ins Turnier und dürfen als Erster abschlagen. Und wir haben leicht Gegenwind und so wie das aussieht, bietet es sich natürlich an, über rechts zu gehen. Der Ball wird nach links springen, höchstwahrscheinlich. Okay, so wollen wir das Ganze dann starten. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Okay. Das sollte doch passen. Langer Schlag, Mitte Fairway. And that'll do just fine. A good start to this final round. Safely in the fairway at one. So, Cameron Champ jetzt nun als Nächster. So wie es aussieht, nimmt er nur das Hölzchen. Ja. Bisschen nach rechts ebenfalls, wird aber auch nach links rüberspringen. Und so wie es aussieht, ist er auch gleich als Nächstes wieder dran. The key to this round is going to be finding fairways, and he's done just that. Second shot coming up, and we say hello to Iona Stephen. There's 137 yards to the flag. Pin on the left portion of this green, so it will favor a wee draw. So, das Ganze natürlich über die sichere rechte Seite. Der Ball wird nach links springen. Genau, da hat man die Welle gesehen und rollt zum Stock. Das ist natürlich hervorragend. In my book, that's a good shot. You could really aim at the middle of just about every single green. If you did it all day long, some of those would finish up close. And you'd have plenty of birdie putts. Ja, ein bisschen Gegenwind. 54er Wedge, vielleicht etwas länger, denn wir spielen den dann mit Spin. Mit Spin müsste das doch dann was werden. Okay. Ja, wir stehen ein bisschen unterm Ball, also deswegen etwas rechts vom Stock. So, spinnt er uns etwas zurück oder nicht? Ja, okay. Okay, direkt an der Marke vorbei. It might have been perhaps a little conservative, but right in the heart of the green. Now, so. Champ,
This for birdie. Ja, darf sich ruhig auf unsere Marke stellen. Und da ist es auch schon passiert. Das scheint ein einfacher, gerader Putt zu sein. Yes, that's the way to start the day. It is a birdie here at the opening hole. And he will definitely not say no to that. Naja, gut, ein einfacher Putt ist immer relativ. Es geht leicht bergab. Und welcher Putt ist schon einfach? Also wir haben doch gesehen, dass er ein kleines bisschen nach rechts rübergegangen ist. Ja, es ist mehr hier am Anfang, springt der Ränder dann gleich mal rüber. Okay. Das dürfte aber nicht so viel sein, wenn wir ja am Anfang das Break haben und da noch ein bisschen mehr Tempo. Okay. Ja, ein bisschen mehr Speed, 3 Inches nach unten. Ah, der geht vorbei. Oh, well, that is not what you want to see in the first hole. He's already thinking, this better not be one of those days. Okay, da schüttelt er natürlich mit dem Kopf. So, jetzt haben wir natürlich das Break in die andere Richtung und es müsste etwas nach oben gehen. So, wir geben da ein bisschen Gas. Oh, he's saying, where's the turn? It didn't move nearly as much as he anticipated. Oh, 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 oh. Aus einer Birdie-Chance ist es dann wieder ein Bogie geworden. Okay. Also noch haben wir Schwierigkeiten mit den Grüns. Bogie here to start the round. And he's gonna fall back now to 1 over par. Ja, das war dann schon etwas unbefriedigend. Boy, the scenery hits you early at Evian as we look at the 163-yard par 3 second. Just a stunning backdrop with a lake and the mountains beyond. Best advice? Take at least one, if not two, fewer clubs here because many a tee shot has flown this green and wound up in the 4 back bunkers or even down near the market and Avenue du Bouquis below. Okay. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. So, die Herausforderung ist definitiv, dass es hier 102 Fuß nach unten geht und das sind mindestens 2 Schläger weniger. 167 Yards. Okay, 2 Schläger weniger auf jeden Fall. Wind von rechts. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen hier aufholen. Wie sieht es denn aus überhaupt im Leaderboard? Was tut sich jetzt, nachdem die Ersten draußen sind? Aha, wir sind sozusagen die Ersten und wir geben die Pace vor. Das ist natürlich nicht ganz so gut, denn dann wissen wir oder sehen wir natürlich nicht, was hinter uns alles passiert. Das wird dann eine böse, böse Überraschung geben können am Ende dieser Runde. Naja, gut, die erste böse Überraschung haben wir gleich an der 1 gehabt. Okay, und das ist hier die 2, ist dieses Par 3, wo es richtig schön nach unten geht, mit Blick auf den See. Hier auf dem Evian Golf Resort. So. Ja, die French Championship. Wir schauen noch mal, wie wir das jetzt am besten spielen. Ja, wenn wir zu weit links sind, dann rollt er uns hier den Hang runter. Das definitiv nicht. Mit einem Pitching Wedge. Der bleibt natürlich sofort liegen. Ansonsten rennt er hinten runter. Okay, hoch anspielen. Ja, ist der zu kurz? Ja, okay. Ja, da hätten wir doch ein bisschen mutiger sein dürfen. Okay, that one's dancing. This one not for the faint of heart. Down a big slope, though it is for birdie. Oha, oha, oha. 1 Fuß nach unten. Ja, da haben wir ein ganz schönes... da geht es dann ganz schön runter. Zuerst geht es nach rechts. Und dann zieht uns das Ganze nach links rüber. Aber wir haben dann Tempo drauf. Okay. Ja, besser, wir bleiben auf der rechten Seite, sonst rennt er uns links runter. Hm. So, und jetzt rüber nach links, nach links, nach links. Okay.
Yeah, that's good putt. That was a slippery one, but that's well done. Ja, mit dem Tempo konnten wir zufrieden sein. I look here at birdie. And this will work right to left, but the slope is going to be the big cause for concern here. Could easily run out 5-10 feet past the hole. Ja, seiner rennt sofort rüber und... Just a beautiful touch from the other side of town. So. Das Ganze bricht nach rechts, nachdem er jetzt vorhin schon... Okay. That finished off for par here at the second. And he'll stay at one over. Okay, that one finished off for a par. And he'll remain right where he is. Ja, Cameron Champ, ich weiß jetzt gar nicht, wo er hier in der Weltrangliste steht, wie viele Punkte er praktisch von uns entfernt ist. Onward now to the 355-yard par 4 third. It is drivable for long hitters, but very difficult to hold this long but narrow green. Ja, die Grünen sind, glaube ich, ein bisschen herausfordernd, denn die haben alle immer irgendwelche Breaks, beziehungsweise man sieht es auch hier wieder, Etagen. Das heißt, man muss da schon genau schauen, wo man den Ball zum Liegen, beziehungsweise wo man das Grün anspielt. Ja, über die Äste hinweg, praktisch ein gerader Schlag und der rennt in den Bunker, oder? Okay, that's going to be safely in the fairway and that's where you need to play from if you're going to make a final round surge. So. Okay, der Wind drückt ein bisschen rüber. Eigentlich können wir da drüber schlagen. Das müsste doch passen. Vielleicht noch ein bisschen ein Draw. Das wäre hilfreich. Okay. Yep. Ja, hervorragend. Dann springt er nach rechts und rennt da noch ein bisschen runter. Fairway. 71 Yards. Iona, a second coming up. Finding the fairway here at three is a bit of a result. Today the pin all the way back, so you've really got to trust the yardage. Der ist zu kurz, oder? Ja, der kommt wieder runter, oder? Ist der noch vor der Welle? Ja, ja. Ja, knapp. Okay. That's a head scratcher. That approach shot from relatively close in. I would have been looking at 10 to 15 feet. So from a little more than 70 yards, this is second. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen bergauf. Der Ball springt nach rechts. Wir haben natürlich dann Spin. Da wäre vielleicht der Pitch besser. Der Pitch über links. Ja, der Runner, da weiß ich jetzt halt nicht genau, wie er läuft und wo wir den hinspielen müssen. Okay, das ist nischt. 71, 50 ungefähr. Ja, der wird auf jeden Fall rollen. Ich glaube, der ist deutlich zu kurz, oder? Ah ja, okay, das passt soweit. Der liegt unterhalb des Stockes, okay. And that's gonna leave some work, but it'll end up okay. This will require the full attention. A huge swing left to right on this putt. Just trying to get it in there close. Ja, stark über links der Putt. Naja, und der wäre auch wieder beinahe gefallen. Okay. I'd call that an acceptable effort from that range.
Er puttet stark, aber es fällt nicht jeder Putt. Down on three green to look at this putt for birdie. And this coming just slightly back up the hill, but the thing he's got to watch out for, it's definitely going to move to his right. 2 inches hoch. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Ich meine, das ist schon deutliches Break. Das haben wir vorhin auch gesehen. Ich würde sagen, so hier mittig, ne? Ja, der kommt nicht hin. Den habe ich dann doch noch ein bisschen zu kurz gelassen. So that safely in. It's a par here at the third. And he'll stay right where he is. Ja, ich merke schon, wir hätten unsere Birdie-Chance nutzen müssen, oder wir müssen unsere Birdie-Chance nutzen. That one finished off. It's in for par. And he'll remain right where he is. So, die ersten kommen auf die Bahn. It is plainly obvious here where you don't want to hit it off the tee. Lake Geneva is pretty to look at, but you don't want to be in that direction because that's trouble over there, trees and the OB markers. Hit it down the left side. You can see the way the fairway cants to the right. That'll put you in good position. Ja, man sieht es auch hier immer. Das Ganze ist natürlich am Berg und deswegen hat man eigentlich immer Schräglagen. Die Fairways fallen immer in eine Richtung. Das heißt, wir müssen da immer in den Hang reinspielen. Dann kriegen wir noch einen kleinen Kick. Und man sieht es auch, hier ist gleich alles rechts rot gepflockt. Yeah, this is not a terribly long hole, so precision off the tee is the key and the iron is the right call there. So. Der Wind geht dahin, das heißt, wir spielen den hier direkt in den Hang. Dann springt er noch ein bisschen nach rechts und kriegt noch einen Kick nach vorne. Okay, und dann rollt er sowieso runter. In the fairway, and that's where you need to play from if you're gonna make a final round surge. Ja, dann rollt er sowieso runter in den flachen Teil des Fairways. From the fairway, Iona, this is second. One of the toughest approach shots we'll have here at Evian on a sloping fairway. We're on the side of the mountain to an elevated green, so really you have to have a high ball flight. Der bleibt der. Der rennt runter. Oh, das ist interessant. Gut zu wissen, das hilft uns. Also, da gibt's eine False Front. That's got to be disappointing. Good line, the fairway, and the approach winds up in the bunker. From the fairway, Noda, this is second. 106 gets to the hole, sitting in the front left hole location. So, wir müssen auf jeden Fall länger sein. Wir haben ein bisschen Rückenwind und wir sollten auf jeden Fall links vom Stock, weil er springt ein bisschen nach rechts. 54er Wedge Approach. 54er mit Backspin, ne? Kommt er noch ein bisschen zurück. Aber wir müssen auch ein bisschen nach oben spielen, also ruhig etwas mehr Länge. Wir stehen, wie gesagt, wieder etwas leicht über dem Ball. Sand wedge is in the air. It is high and is gonna miss long. Okay. Good shot. Safely on the green and a birdie chance. Gonna have to accelerate through the sand here to give this enough carry. Ja, tut sich schwer, ne? Überlegt und überlegt. So richtig schlau oder so richtig schlüssig ist es eben noch nicht. Aber dafür, oh, der rollt durch. Mit wenig Spin gespielt, kommt er nochmal zurück. Yeah, look how quick that was. Very difficult to get that to stop, even out of the sand. And that race is right on by. Der bricht, und
fällt wieder nicht. Okay. Ja, wir sehen schon, das wird keine einfache Patterei. So, es geht ein bisschen bergab. Hinten dran aber nicht. Okay, so, jetzt müssen wir wieder schauen. Wie viel Break haben wir? Ja, ist mehr Level. Bisschen weniger, denke ich. Ja, doch ein bisschen mehr. Ah. Just gonna sneak on by. Also der Putter ist alles andere als heiß im Moment. Der Putter ist alles andere als heiß. That's in. It is a good par here at number four. And he'll stay right where he is. So, Mr. Champ for Bogey. That one finished off. It is a bogey here at four. And he will fall from the top of the leaderboard and wind up a shot back. Yeah, okay. Even par is not the first. This is good par right here. The fifth is 187 yards. And you can see there is water guarding the front and right of the green. Again, club selection is crucial here. Left side of the green, that's the spot to aim. So, ich wollte es gerade sagen, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich die Ehre haben, nachdem ja hier Cameron, der gute, na, Cameron Champ, jetzt habe ich es, will immer Cameron Smith sagen, Cameron Champ hier jetzt das Boogie gespielt hat und wir schauen mal auf das Leaderboard und sehen, dass die ersten draußen sind und auch die anderen Spieler kommen ins Plus, also, so einfach scheint der Platz wohl nicht zu sein. Alex Noren auch even, okay. Dann wollen wir mal schauen. Eisen 8, Gegenwind. Ah, Eisen 8. Das müsste doch eigentlich reichen. Ich meine, der Wind ist ja nicht stark. Wenn er aufkommt, müsste er reinspringen. 164 Yard. Wir gehen ganz nach hinten. Ja, das Problem ist halt, eigentlich müsste man hier vorne aufkommen, damit er dann hier oben liegen bleibt, weil hier ist schon wieder hier eine Welle und dann rollt er da runter. Okay, wir wollen mal hoffen, dass uns der Wind hier ein kleines bisschen hilft, den Ball zum Liegen zu bringen, dadurch, dass wir etwas Gegenwind haben. Ja, das ist echt schwierig, weil wir da auch den Bunker haben. Okay. Kleines bisschen, ein kleines bisschen steiler spielen. Er nimmt die Kurve. Oh, this could be good. Yo, hervorragende Distanzkontrolle. Shot right there, just left of the hole, and a birdie opportunity coming up. Ja, einen leichten Draw, aber ich glaube, der ist auch gut. Ja, ja, darf als erster putten, okay. Das hilft uns. Safely aboard. Champ standing over this for birdie. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Puttlinie verfolgen können. Am ersten Loch hat es uns ja auch ein bisschen angezeigt. Okay, über links. Yes, a good read. It's a birdie here at five. So, jetzt schauen wir mal. Ja, okay, es geht bergab. Es geht bergab und er hat ungefähr so angehalten, denke ich. Ja, aber das ist eigentlich fast kein Break hier zu sehen. Ich verstehe es nicht. Also das sieht mir nach sehr wenig Break aus. Und es geht ja bergab. Das heißt, er kriegt ja Speed. Okay. Oh,
Ah, well done. That one rolled in for a birdie. And he will definitely not say no to that. So, mit even Paar sind wir jetzt geteilter Zweiter. A slight draw off the tee will follow the contours of the hole and give best access to the green on your approach. You have to avoid the two fairway bunkers on the left. Mit even Paar sind wir jetzt geteilter Zweiter. Okay, hier übers Wasser, das sollte ja kein Problem sein. Der Wind geht nach links. Ja, 295, 400, das ist dann schon noch ein kleines Stück. Ja, wir müssten den Draw spielen und dann müssten wir schauen, ob wir hier vorbeikommen. Wenn wir zu lang sind, ja, und er rennt hier rechts runter, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Ja, geht er über den Bunker? Nein, der geht... Ah, Glück gehabt, Glück gehabt. Ja, da hatten wir einen Lucky Bounce, würde man sagen. Dass er praktisch direkt aus der Bunkerkante rausgesprungen ist und dann glücklicherweise nach rechts. Hier Cameron Champ nimmt jetzt ein Eisen, spielt den Ball natürlich kürzer, über rechts mit einem leichten Draw. Clever. Und hat jetzt noch 146. Ja, da muss man nicht immer mit dem Driver ran. Ja, und Position A has been found in the fairway, but this next part of the challenge is a creative one because there's plenty of slopes you can work with on this green. Ja, doch, das passt. Wenn er nicht wieder spinnt, okay. That's a good shot, but does leave that little uphill putt, so that one will be slow. Now note his second from the fairway. Looking at 103 left to the hole. Pin is very accessible here, right in the center of the green. Ja, das ist... Ja, wir müssen auf jeden Fall hinterm Stock, weil sonst wird es wieder zu kurz. Wir werden auf jeden Fall etwas Spin haben. Da ist eine False Front, das heißt, da kommt er dann sowieso runter. Der Wind soll ihn auf jeden Fall links vom Stock platzieren. Dann sind wir safe und weg vom Bunker. Die 5 Fuß nach oben sind nicht so dramatisch. Ja, der kommt ja ein bisschen länger vielleicht. Könnte nicht schaden. Ja, wir stehen schon wieder ein kleines bisschen überm Ball. This is the sand wedge. Ja, kommt runter. Ah, schade. Ja, das hat er nicht gemacht. That just flew past the flag, but still an outside chance for a birdie. But I have 17 feet on this putt. 7 inches nach unten. Okay. Etwas Break nach rechts am Anfang und dann ist es eigentlich ein bisschen okay. Das heißt also etwas weniger, weil er dann vorne wieder zurückkommt. Etwas kürzer, oder? Er geht zuerst mehr nach rechts und kommt vorne wieder etwas zurück. Okay. Und jetzt kommt zurück. Ah, the pace absolutely perfect there. Down the slope, it's in for a birdie. Will certainly help the cause. Champ now, overlooked a birdie. Ja, das war fast klar. Oh, yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he will definitely not say no to that. 559 yards, seventh is a good par five. It's the first one here at Evian. It's a chance to get home in two with two good shots and maybe get out of here with an eagle three.
So, das erste Paar 5, wie gerade eben angekündigt. Und es scheint ja nicht so lange zu sein. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, ein Eagle zu spielen. Die Fahne steckt hinten. Das könnte hilfreich sein, um den Ball reinrollen zu lassen. Aber 572 Yards sind doch ordentlich. Wir sind ja schließlich ganz hinten auf dem letzten Abschlag. Ich möchte noch mal ganz kurz ins Leaderboard schauen. Im Moment ist es ganz okay. Wir haben 2 Birdies gespielt in Folge. Das ist nicht verkehrt. Und Cameron Smith führt mit 2 unter und wir mit 1 unter ebenfalls vorne. Und immer mehr Spieler kommen jetzt natürlich ins Spiel. Aber wie gesagt, ich gehe fast stark davon aus, dass am Ende sich hier einiges dann noch dann wieder zusammengewürfelt wird hier in dem Leaderboard. Okay, Tyrrell Hatton ist mit dabei, schön. Nick Hardy, ja, schon einige Amerikaner hier mit am Start. Adam Hadwin, Alex Noren, okay, sehr schön. Dann wollen wir mal schauen. Ja, wir müssen natürlich, wir haben mit Wind, aber es geht natürlich nach oben. Es geht nach oben und dann haben wir da nochmal 250 Yards. Ja, das wird natürlich schon schwer mit dem zweiten, den zu erreichen. So, wieder ein Versuch, den leichten Draw hier an den Bäumen vorbei. Die leichte Linkskurve, jetzt springt er nach rechts und macht noch ein paar Meter, nicht viel. Aber er liegt auf jeden Fall im Fairway. 275 Yards, ja, das ist schon noch ganz schöne Strecke. Berg hoch. Okay, der geht ziemlich, ja, doch ein kleines Kürfchen. Oh ja, da ist er jetzt, da hat er uns jetzt zum ersten Mal ausgedrived. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt als Erster schlagen. Dann schauen wir mal, wo wir mit dem Holz 3 hinkämen. Tatsächlich aufs Grün. 5 Fuß nach oben. Hybrid. Mit einem Draw wäre natürlich fantastisch. In den Eingang und dann da hoch. Die Gefahr lauert natürlich links. Ja, das gesamte Grün fällt nach rechts. Okay. Aber wenn wir zu weit links sind, kommen wir natürlich in den Bunker. Jetzt schauen wir nochmal. Wir haben Rückenwind. So, und dann noch ein bisschen mehr Draw. Das ist ein bisschen zu viel Draw, habe ich den Eindruck, oder? Ah, bleibt nicht liegen. Der bleibt natürlich nicht liegen. Ah, da liegen wir schlecht. Really hit that second shot on the button to this par 5. But Frank, couldn't get it to stop. Ja, der war nicht hoch genug. Den hätten wir hochspielen müssen. So, er mit dem Eisen, aber der haut ja ziemlich weit links weg. Boah! Boah! Mit dem Eisen. Okay. That second shot got all the way down by the green, but in the bunker. So we'll have to see what the explosion. Ja, Bunker wäre jetzt für uns auch besser. Really need a birdie right now. Weil ich habe den Verdacht, wir können den nicht hoch anspielen, weil wir unter den Gebüschen liegen. Aber gut, es ist ein paar 5. Oh, der haut ab. Der haut ab. Der haut ab. Und rollt vom Grün runter, oder? Wahnsinn. Okay, da müssen wir jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Wir werden den Ball nicht zum Liegen kriegen. Okay. Ja. Ein Pitch. Ja, doch, wir könnten den, so wie ich das sehe, könnten wir einen Lobshot machen. Mhm. Einen Lobshot. Etwas, wir müssen ein bisschen nach oben spielen, gell? Dann springt er aber nach vorne. Okay. Ja, nochmal gucken. Ich glaube, wir sind doch ein bisschen weit.
Puh, ich denke, das haben wir ganz, ganz gut und ordentlich gelöst. Das haben wir doch ganz ordentlich gelöst mit dem Lobshot. Der ist sofort liegen geblieben. Das war sehr gut. Interessant, wo er den hinspielen will, weil das leuchtet mir jetzt nicht ein. Denn da rollt er ja definitiv weg vom Stock. Warum spielt er den nicht zum Stock? Also welche Idee jetzt hinter dem Schlag stand, ist mir jetzt nicht geheuer. Oder leuchtet mir jedenfalls nicht ein. Ja. Good speed there. That'll leave just a couple of feet. That one in. It is a bogey here at the seventh. And that lead gonna drop to a single shot. So, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren, denn da hat es dann doch ein schönes Gefälle, aber wir spielen den hoch. Das heißt mit ein bisschen Power. That one rushed in. It is a birdie here at seven. Will certainly help the cause. Sehr schön, wir übernehmen die Führung. Yet another par 3 here on the front side at Evian. This eighth hole is a little bit longer at 211 yards. You can see that green is really skinny, so you have to be dialed in off the tee. Ja, das sieht man auch, wie das Grün von rechts nach links runterfällt. Ja, 211 Yards, das ist natürlich jetzt wieder so eine Hausnummer. Eisen 5. 10 Fuß nach unten. Wie rollt der Ball hier runter? Das ist die Frage. Ja, je weiter wir den da oben natürlich in den Hang spielen, desto mehr rollt er runter. Also den zum Liegen zu bringen, wird eigentlich das Problem sein. Wo kriegen wir den zum Liegen? Das ist die Frage. Wo kriegen wir den zum Liegen? Okay. Ja, wir müssen den schon sehr weit hier oben anspielen, damit er dann da runterrollt. Eisen 6. Ah, okay, der Wind drückt den noch ein bisschen rüber. Das ist jetzt echt wieder eine Hausnummer. Weil das ganze Grün nach links runterfällt. Und irgendwie müssen wir es schaffen, dass im Prinzip der Ball hier über das obere Plateau nach links runterrollt. Aber ohne, dass er vom Grün runterrollt. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen arg weit rechts. Da laufen wir Gefahr, dass der richtig rüberjumpt. Ah, der bleibt hier oben liegen, oder? Der bleibt hier oben liegen. Das wird jetzt ein sportlicher Bergabputt. Ja, der macht einen Draw. Ja, der ist nicht verkehrt vom Grundprinzip. Ah ja, guck an, guck an. Das ist natürlich fantastisch. Das ist eine Birdie-Chance, ein hervorragender Schlag. This one is all about touch and feel and creativity. Coming down that huge slope, though it is a birdie putt. So, das ist jetzt eher eine Längenkontrolle-Geschichte. Kriegen wir den Ball da vorne zum Liegen. Es geht ziemlich bergab. Eigentlich die ganze Zeit erstmal auf den ersten zwei Dritteln nach links, aber nicht viel. Und unten dann ein bisschen nach rechts. Ja, die Längenkontrolle ist das Problem. Ja.
Ja, da unten läuft er dann aus. Ah, guter Versuch. Das war ein guter Versuch. Den sollten wir doch jetzt zum Paar hier einlochen. Das ist Level an der Stelle, ein bisschen mehr. Wir haben eigentlich keinen Break, links-rechts mäßig. Okay, good roll there. It is a par here at the eighth. And the lead will remain one. So now eyeing this one for birdie. So, Cameron Champ kann wieder mit uns gleichziehen und ich denke, das sollte ihm auch gelingen. Okay, nicely done. It's a birdie at number 8. And he will definitely not say no to that. Yeah, you're licking your chops here at this par 5 ninth. Just 524 yards with a good drive in play in that fairway. You absolutely have a great opportunity to get home in 2, get close, and maybe even make an eagle 3. Das letzte Loch, die letzte Bahn auf den Front Nine, ein weiteres Paar 5, das zweite. Und ein relativ schmaler Durchgang für den Drive. Ich sehe, dass er, glaube ich, ein Holz nimmt. Und der kommt im Bunker zum Liegen, aber das ist... rennt nicht in den Bunker. Hat er doch gut hingekriegt. 227. Also das ist jetzt auch wieder ein Grün, was wir erreichen können mit dem zweiten. Das heißt, hier auf jeden Fall auch eine gute Chance auf ein Birdie. Und wir haben ein bisschen Rückenwind und wir haben hier jede Menge Platz. Na gut, es geht halt berghoch, ne? Aber wir müssten auf jeden Fall hier drüber kommen. Okay. Ah, der startet viel zu weit links. Aber springt rechts rein, oder? Ah, wir bleiben im Rough, oder? Komm raus, komm raus. Errant tee shot here, Rich, but gonna have to muscle this one out of the rough. Ja, schlecht geschwungen, das hat man gesehen an der Bahn. Das ist natürlich schlecht, schlecht, schlecht. Jetzt müssen wir hier aus dem Rough spielen. Ja, das können wir fast vergessen mit dem Holz, definitiv. Da müssen wir ein Eisen nehmen. Hybrid, das sieht man auch hier, 35, 42. Ja, wenn wir das Eisen nehmen, haben wir 83, 91. Okay. Wir stehen deutlich über dem Ball. Ah, und dann geht es da vorne auch noch runter dann zum Stock. Okay, wir versuchen hier ein bisschen weiter links. Versuchen ihn reinrollen zu lassen, dann kriegt er vielleicht da vorne den Kick, dass er nach rechts rollt, aber wer sieht's, das wird ganz, ganz spannend, weil der Stock, die Fahne steckt rechts in so einem etwas erniedrigten oder niedrigeren Plateau. Ja, schauen wir nochmal. Ja, da kommt dann eher Mitte grün an, kriegt aber die Kurve dann auf jeden Fall nach rechts. Okay. Ja, der macht die Kurve nicht, so wie wir gedacht haben. So, springt aber hier ein bisschen. Okay, näher bleibt vor dem Grün liegen. Er schafft es gar nicht aufs Grün. Das heißt, jetzt wird es ein spannender Pitch. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Das wird ein spannender Pitch für uns, da wir ja die Welle runterspielen müssen. Oh, der geht aber bös rechts weg, oder? Ja, der geht. Ja, der wird Bunker. Aber das ist jetzt so schlecht auch nicht. Impressive to get the power on that second shot into the par 5 and comfortably get it up here by the green. I know it's in that greenside bunker, but that is very doable. Okay, wir müssen definitiv links vom Stock hinkommen. 46.
36 und dann rollt er hier links runter. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Just a gorgeous shot. This has been a clinic today. So he'll dig in here as he readies his third for this par five. Ja, spitze. Ah, wieder mit wenig Spin. Da dachte ich eigentlich, der würde sofort liegen bleiben. All right, not exactly what you're hoping for, but safely on the putting surface with birdie still in play. 15 feet away. Er spielt tatsächlich das Birdie. What a great putt that is. It's a birdie here at the ninth. And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. Er spielt tatsächlich das Birdie. Wer hätte das gedacht? Not much more than a tap in there. It is a birdie at the ninth. And that is going to finish off a 3-under front side as they go out in 32. Hervorragend. French Championship. Where you have to make a little bit of a decision. Here we are at the 10th. It's 412 yards. You can see it's a dogleg to the right. Comfortable with your driver? Well, you might want to try and just blow it over the trees on the right side. You want to play it safer? Pull out the 3-wood, put it in play. You'll still have a relatively short iron into the green and still a chance to make a birdie. So, das waren die Front 9, aber wir werden jetzt noch Cameron Champ zusehen, wie er abschlägt mit einem Fade. Spielt er den Ball hier das Fairway runter, Eisen natürlich safe. And this not the longest hole players will encounter, so just an iron off the tee and it works out to perfection. Ja, und wir werden versuchen, vielleicht das Grün direkt anzugreifen. Ob das klappt oder nicht, das sehen wir dann in dem nächsten Video. Denn das waren jetzt die Front 9 auf dem wunderschönen Evian Golf Resort, die French Championship. Und wir liegen 3 unter und auf dem Leaderboard sind wir im Moment mit Cameron Champ auf dem geteilten ersten Platz. Und wenn wir so weiterspielen, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, hier eventuell nochmal ein Turnier zu gewinnen. Auf dem Weg zu dem FedEx Cup, dem großen Ziel. Aber jetzt haben wir erstmal demnächst Jahr in 2 oder 3 Turnieren, glaube ich, dann erstmal wieder ein Major. So, das soll es erstmal, wie gesagt, für diese Runde für die Front 9 gewesen sein. Wir sehen uns dann auf den Back 9 und bis dahin wünsche ich euch ja, ein schönes Spiel und sage wie immer Tschüss, Cheerio, euer Baden-Farmer.